Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Sorry, dass ich keine Geste ausführen kann, das ist auf dem Pferd gar nicht möglich. Ich konnte euch also nicht wie üblich zuwinken, es tut mir leid. Ja, wir stehen hier vor einer gespenstischen Kulisse. Das hinter mir ist das Schattenschloss, The Shaded Castle, wie es im Englischen heißt. Und das findet ihr ganz im Norden des Altusplateaus. Hier, ich zoome mal raus. Und ist relativ zu Beginn schon relativ einfach zu erreichen. Nämlich hier ist der große Aufzug von Dektus. Und dann müsst ihr euch eigentlich nur hier sanft hinunterfallen lassen in diese Schlucht und der Schlucht bis nach Norden hin folgen. Hier ist auch noch ein Dungeon unterwegs, der alte Altustunnel. Bis ihr dann hier, bis sich das Tal öffnet und ihr quasi hier vor dem Schloss steht. Ich empfehle euch allerdings trotzdem, auch wenn man es relativ früh schon erreichen kann, das erst dann anzugehen, wenn ihr mit dem Altusplateau schon komplett durch seid. Denn hier wird's unangenehm. Man sieht es vielleicht schon, das ganze Schloss steht in einem Giftsumpf. Jawohl, From Software, richtig, Giftsumpf. Außerdem bekommen wir es mit gleich zwei neuen Gegnertypen zu tun, die beide nicht von schlechten Eltern sind. Aber, und nicht zuletzt wartet hier oben ein recht heftiger Boss. Ich finde sogar einer der heftigeren Mini-Dungeon-Bosse, wenn man so nennen mag. Doch bevor wir jetzt da reingehen, reiten wir erstmal ein bisschen drumrum. Denn schon vor und neben dem Schloss gibt es so ein paar Sachen zu sammeln. Hier überall im Giftsumpf sind Schnecken, keine allzu große Gefahr. Und deswegen bin ich auch auf dem Pferd und habe euch nicht begrüßen können. Auf dem Pferd ist der Giftsumpf natürlich komplett harmlos, weil euer Pferd immun ist gegen sämtliche Vergiftungen. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch für das Innere, weil da könnt ihr nicht reiten, eindecken mit neutralisierenden Boni gegen Gift und weil es auch diverse Gegner gibt, die Scharlachfäule produzieren, auch vielleicht mit bewahrenden Boni. Nur zur Vorsicht. So. Gerade bei diesen großen Pflanzen nie wirklich lange an einer Stelle verharren, denn sonst kommt das hier, diese Lichtstrahls, Strahler, Strahlanten von hier oben. Tun ganz schön weh und schießen euch vom Pferd runter. Da ist dann ganz schnell Schicht im Schacht. So, hier hinten, man sieht es noch gar nicht, wartet eine etwas größere Herausforderung. Nichts Neues, aber nach wie vor nicht ganz ungefährlich. So wie er aufgestanden ist, springen wir vom Pferd und kümmern uns mal um seine Fersen. Ist jetzt nicht gerade einer der größeren und schlimmeren Kandidaten seiner Spezies. Nichtsdestotrotz solltet ihr darauf achten, ihn möglichst schnell zu staggern und dann ihm hier einen schönen Finisher reinzuhauen. Jawohl. Ich hätte vielleicht am letzten Ort der Gnade auf Tag schalten sollen. Ist ein bisschen dunkel, dafür entschuldige ich mich. Aber man sieht dann vielleicht auch die Shinies so ein kleines bisschen besser und die ganzen leuchtenden Schädel, die jetzt natürlich mehr und mehr ihren Sinn und Wert verlieren, weil sie nach wie vor seit Anfang Beginn des Spiels nur 200 Runen einem bescheren als Container. Das ist jetzt mittlerweile, wo ich rund 60.000 brauche für ein Level-Up, dann wirklich Peanuts. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Ne? Irgendwann ist es der entscheidende kleine Hint zum nächsten Level-Up. So, hier hinten bekommen wir einen Sternensplitter, den ihr bei Selovis eintauschen könnt. Dem sehr arroganten Zauberer im Norden des Seenlandes. Die könnt ihr umhauen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Die sind ja relativ immobil. Kommen nicht vom Fleck. Und insofern brauchen wir uns damit nicht aufhalten. Es gibt genug Herausforderungen innerhalb der Burgmauern. Und jetzt reiten wir allerdings nur noch hier an der Mauer entlang. Und schnappen uns die Items, die hier noch liegen. Goldene Rune 3. Ist jetzt auch nicht wirklich weltbewegend, aber wir nehmen alles mit. So, auch das Crafting-Material hier. Giftblüte. Giftfett. Ja, man merkt schon vor der Burg, was einen hier erwartet. Was man hier auch schon alles an Crafting-Materialien bekommt. Basilisken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die schaffen es Gott sei Dank nicht ins Burginnere. Also keine Sorge. Und ich reite nach da hinten, nur um euch zu zeigen, dass hier, soweit ich mich erinnern kann, einfach gar nichts zu finden ist. Man kommt hier noch so halb um die Burg herum. Aber dann endet plötzlich die Spielwelt. Man kann hier noch so ein paar
Mikellas Lilien einsammeln. Sehr seltenes Upgrade-Material, aber dann schnell wieder weg. Weil irgendwo ist eine Giftpflanze, die euch gesehen, gehört oder gerochen hat. Und gleich wieder mit Lichtmagie um die Ecke biegt. Nehmt euch also in Acht, nie stehen bleiben, wenn diese Dinger in der Nähe sind. So. Nun denn, begeben wir uns ins Burginnere. Es gibt mehrere Stellen, wo die Mauer niedrig genug ist und eingebrochen ist, dass man direkt rein kann. Mit dem Pferd auch und dem Doppelsprung des Pferdes. Das hilft durchaus. Aber die Stelle, die am offensichtlichsten ist, ist auch die sinnvollste. Hier nämlich. Da können wir jetzt absteigen, weil da oben ist schon die leuchtende Grenze fürs Pferd. Hier nämlich gleich vorne links ist nämlich ein Ort der Gnade. Und jetzt kann ich auf Tag stellen, dass wir hier auch was sehen beim Erkunden. Fangen wir rechts an. Die ganze Burg ist bevölkert von diesen Wasserleichen. Die haben jetzt dazugelernt und greifen nicht mehr nur. Ihr kennt sie ja aus Siofra und der gesamten Unterwelt. Jetzt seht ihr, dass sie stinken. Die sind vergiftet. Deswegen machen sie auch sowas ganz gerne. Kotzen einem schön vorne hin, als ob die Partygästenacht recht schlecht war. Wenn ihr da reinlauft, nehmt ihr Schaden und werdet vergiftet. Echt ekelhaft. Aber sie sind leicht zu erledigen. Sind jetzt nicht quantitativ, nicht qualitativ hochwertig, aber quantitativ ganz besonders hochwertig. Denn ihr solltet euch auch angewöhnen, hier alles an Gerümpel kaputt zu rollen. Denn oftmals verbergen sich hinter diesen Kisten diese Burschen, ihr seht schon. Und dann kommen sie mit der Grab Attack. Und das ist so ziemlich die einzige Attacke, die ordentlich wehtut. Wenn sie euch also wirklich greifen und festhalten, dann tut's weh. Deswegen bitte immer im vorauseilenden Gehorsam einfach schon mal alles platthauen. Die Burschen wissen sich gut zu verstecken. Und das ist der erste von zwei neuen Gegnertypen, die wir jetzt hier kennenlernen in der Schattenburg. Das ist ein sogenannter Parfümeur. Wir haben schon mal so einen ähnlichen Typen kennengelernt im Seenland Leonia, im Dorf der Albinaurix. Die schmeißen so einen Dampf vor sich hin, so ein Pulver, und das entzündet sich dann. Und das ist äußerst schmerzhaft. So richtig schmerzhaft. Am besten kommt man diesen Typen bei, indem man ganz schnell auf sie zurennt und sie so schnell wie möglich staggert. Denn das geht relativ einfach. Sie springen nach hinten, dann versuchen sie euch in das Pulver zu locken. Und die hören damit nicht auf. Und sie können sich sogar heilen. Das ist unglaublich. Ihr müsst einfach dann jetzt ein Zeitfenster finden, wo ihr dann schön an sie rankommt. Wenn ihnen mal kurz mal das Pulver ausgeht. Aber das spammen die zum Teil, was einfach echt nicht lustig ist. Und ich habe nicht so viel versprochen, ne? Es tut Aua. So. Da links gucken wir gleich runter. Wir schauen jetzt erstmal noch nach geradeaus. Zur Sicherheit, dass hier nichts irgendwie hinter dem Gerüppel liegt. Jawohl. Da ist der nächste. Der ist unaufmerksam. Unsere Chance. Da ist die Wasserleiche. Prio 2. Wunderbar. Goldene Rune 6. Da wird's dann langsam interessant. So, nun hier. Werfen wir mal einen Blick in den Innenhof hier. Oder der ist ein kleiner Innenhof. Das ist eigentlich eher so ein... Man kann es sich als Innenhof bezeichnen. Rein gehen wir trotzdem. Und da sehen wir es schon. Jede Menge Schnecken kleben hier an der Wand. Keine besonders gefährliche Gegnerart, aber in der Masse natürlich auch wieder nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und hier buddeln sich überall weitere Wasserleichen aus dem Morast. Und wenn sie euch greifen wollen, können sie ganz gerne sehr schnell sein. Bitte, bitte seid da immer auf der Hut. So, nun. Slug, do you wanna play a game? So, dann quetscht euch unter diesem Balken hier durch. Hier die Treppe rauf. Und dann findet ihr hier eines dieser großen Bilder, was ja zu diesen Schatzrätseln, zu diesen Schatzsuchen gehört im Spiel. So. Nun wieder raus.
Und wenn ihr jetzt hier dieses Item seht, das hier auf diesem Felsen liegt, ich hoffe, dass ich irgendwie einen besseren Blick darauf erhaschen kann. Moment. Da hinter dem Baum. Es ist echt schade zu sehen. Ihr wisst gar nicht oder ihr glaubt gar nicht, wie lange ich da rumprobiert habe bei meinem ersten Playthrough, um da dran zu kommen. Ich hatte sogar diese brillante Idee, passt mal auf, so dachte, hey, hier ist die Wand oder die Mauer eingebrochen. Hier kommt man doch bestimmt drauf. Aha. So, und dann hier von Felsen zu Felsen springen. Bis darüber. Vergesst es. Der Abstand ist zu groß. Das schafft ihr nicht, selbst aus dem Rennen heraus nicht. Man kommt über Umwege dahin und das ist wörtlich gemeint, das ist ein sehr weiter Umweg. Das Item werden wir aber allerdings noch holen. Aber erst, wenn wir das gesamte Schloss erkundet haben. Jetzt gehen wir erstmal, hier ist der Ort der Gnade. Gehen wir jetzt diese Richtung. Haben wir ja doch schon gemacht. Meine Güte. Haben wir? Haben wir. Hier ist alles kaputt. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, hier waren wir schon. Besser doppelt gucken, als etwas zu übersehen. Ja, wir gehen jetzt mal den klassischen Weg über die Leiter. Können jetzt auch nochmal quasi resetten. Die Flaschen wieder auffüllen, denn in den vorderen Bereich müssen wir jetzt nicht mehr. Und nun geht's hier runter. Die kennen wir auch schon, die Burschen. Die gibt's auch im Seenland Leonia. Das sind diese Glockenmagier, die sofort so Homing Missiles auf euch schießen. So wie sie euch sehen. Allerdings halten die Burschen nichts aus. Also einfach Taktik, schnell hinrennen, umhauen, ein, zwei Schläge und dann ist das kein Problem. Oh, ich habe heute Zielwasser getrunken, ey. So, nun gehe ich nochmal zurück, damit wir die Orientierung behalten können. Sammeln hier die Giftblüte ein und dann haben wir jetzt nochmal einen Blick auf dieses Item. Tatsächlich unerreichbar, aber es ist erreichbar, ich verspreche es euch. Hier nochmal eine Giftblüte. Drei Schnecken. Alle mitnehmen. Und dann, jetzt müsst ihr halt hier mal ein bisschen darauf aufpassen, dass ihr nicht zu lange euch in diesem knietiefen Giftwasser aufhaltet, weil sonst füllt sich der Giftbalken und ihr werdet vergiftet. Rennt also immer gerne von trockenem Boden zu trockenem Boden. Springen auch bisweilen. Bitte nicht rollen. Wenn ihr euch rollt durch so einen Sumpf, dann tränkt sich eure Kleidung mit Gift oder Scharlachfäule, in dem Fall jetzt halt Gift, und ihr nehmt dann quasi, die Vergiftung nimmt zu, obwohl ihr euch schon gar nicht mehr drin befindet. Was ihr beheben könnt, wenn ihr eine Seife konsumiert. Schmiedestein 4. Noch mehr Schnecken. Noch mehr Magier. Die Leiter, die gehen wir ganz am Schluss nach oben. Da geht es nämlich dann weiter. Hier haben wir erstmal noch weiter den Innenhof zu erkunden. Und einen weiteren Außenbereich der Mauer. So. Ich habe gelogen vorhin. Das haben ja doch ein paar Basilisken den Weg in das Schloss geschafft. Nehmt euch vor ihnen und ihrer Wahnsinnsmagie in Acht. Einzeln schnell erledigen. Sie gar nicht erst zu Atem kommen lassen. Wo kommst du her? Du hast mich jetzt gerade überrascht. Bei meinem Übungsdurchgang gestern war der nicht da. Bin gerade echt ein bisschen überrascht, wo der hergekommen ist. Okay. Ha. Lasst euch also nicht überraschen von den Burschen. Die machen echt kurzen Prozess mit euch. Wie schnell da der Lebensbalken, runtergeht. Ach, jetzt habe ich auf Tag geschaltet und es regnet. Wow. Ist auch nicht besser. Aber das passt zu dem Setting hier in dieser Burg. So. Nochmal nach da oben. Kurz den Blick darüber riskiert. Da ist nämlich noch ein Item. Seid immer auf der Hut vor Basilisken. Software hat die hier in diesem Level, also generell gibt es extrem viele Hinterhalte, die zum Teil so gut platziert sind, dass es regelrechte Jumpscares sind. Zu denen kommen wir später noch. Ich werde sie euch spoilern. So, die Übersicht ist ein bisschen schwer bei so einem Regen, aber das kriegen wir schon hin.
ist kein Item unbewacht. Und es ist auch so, dass dieser Giftsumpf manchmal so tief ist, dass ihr nicht rennen könnt oder schnell rollen könnt. Also bitte, bitte, versucht, soweit es geht, hier immer auf diesem trockenen Morast zu laufen. Schmiedestein 5. Und damit war es hier mit diesem kleinen Innenbereich. Voilà. Weiter geht's. Ich schaue nur kurz einen Double-Check. Ich bin mir sicher, dass hier nichts liegt, aber das war jetzt einfach nochmal kurz zum Check. So, das habe ich jetzt gerade noch überlebt. Also was heißt überlebt, aber der Balken gerade noch so geschafft, dass er sich nicht füllt. So, wir haben jetzt da vorne einen Bereich, wo man auf die Mauer kommt, und hier, die Reihenfolge ist vollkommen egal. Ich warte jetzt mal, schauen wir mal, ob ich jetzt hier... Machen wir systematisch. So, die beiden sind nämlich nicht miteinander verbunden, sondern getrennt durch diesen Turm. Und hier solltet ihr euch wieder in Acht nehmen vor, ja, den Parfümeuren. Au. Magier und Fernkämpfer haben natürlich ein leichtes Spiel mit denen, weil die können dann ruhig hier ihr Zeug husten und ihr beschießt sie aus der Entfernung. Das hat er gut gemacht. Von hinten, Hinterhalt. So, Moment. Jetzt muss ich ein bisschen in Sicherheit gehen. Muss auch mich entgiften. Wurfmesser beeindrucken ihn nicht wirklich. So, jetzt müssen wir einen Moment finden, um an ihn ranzukommen, ja. Jetzt seht ihr, was das für Horrorviecher sind. Der schmale Strahl ist die gute Möglichkeit, an ihn ranzukommen, wenn man schnell ist. So. Jeder Einzelne eine echte Herausforderung. Das gute Zeitfenster finden, schnell an ihm vorbeizukommen und ihm dann in den Rücken zu fallen. Von vorne, no chance. Gut, Achtung, das sind Köder. Da warten und lungern noch mehr. Der kommt nämlich immer mit einer Grab Attack um die Ecke. Die anderen kotzen derweil. Also keine schöne Stelle hier. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. In der Gruppe sind die Burschen echt übel. So. Nein. Lass das. Das ist eigentlich Tag, aber es ist so dunkel, weil es regnet und bewölkt ist. Wahnsinn. Kurz gucken, ob er ein Köder ist. Man sollte jede Chance nutzen, einen Parfümeur so gefahrlos wie möglich umzubringen. Miranda-Pulver. Und hier Schmiedestein 5. Doch eine ganz ordentliche Belohnung. Für die Mühen, sich hier rauszuwagen an diesen optionalen Bereich. Dann können wir jetzt wieder zurück auf... die Bretter, die auf das Dach geführt haben. Und dann auf die andere Seite des Turms. Den hast du noch gelebt? Nein. Hepp. So. Und einen Sprung. So,
zur Abwechslung mal überhaupt keine Falle. Neutralisierende Body. Das, was ich gerade eben verbrauchen musste. Der stinkt, das heißt, der lebt noch. Nochmal irgendwelche Kandidaten, die hier aufstehen. Oder einem in den Rücken fallen. Nein? Okay. Das ist nämlich gut getarnt. Die fügen sich echt gut in die Umgebung ein. Und diese nach vorne Hechterei, wenn sie einen greifen wollen, die ist so unvermittelt und so schnell. Irre. Diesen Move, da muss ich neidlos eingestehen, den haben sie drauf. Hier ist übrigens ein weiterer Eingang, den man übers Pferd erreichen kann. Und einen geschickten Doppelsprung. Und hier kommt neben Vergiftung auch noch Scharlachfäule dazu, weil die große Pflanze da unten natürlich nicht nur diese Lichtmagie beherrscht, sondern eben auch Scharlachfäule Pulver versprüht. Was sie jetzt bestimmt gleich tun wird. Ja. Auch hier Fernkampf optimal. Dann müsst ihr euch mit dem Nebel nicht herumschlagen. Habe ich noch, ja, noch genug. Jetzt warte ich nur kurz ab. Ich will sie nicht umhauen, ich will nur das Item da unten einsammeln. Das braucht allerdings eine Weile, bis das wieder abgeklungen ist. So. Hui! Schmiedestein 5. Und dann schnell wieder weg. So, nun auch den Teil der Außenmauer erledigt. Nun geht's weiter ins Burginnere. Und zwar zurück zu der Leiter, die ich vorhin erwähnt habe. Und die wir jetzt nach oben klettern können. Damit ist der Giftsumpf jetzt erstmal Geschichte. Hallo. Aber dafür warten her neue Herausforderungen. Nicht zu knapp. Krass ist indes, wie sehr man hier vergleichsweise unproblematisch Runen sammeln kann. Wie ihr seht, laufe ich hier schon mit knapp 100.000 herum. Ich habe jetzt nicht beobachtet, mit wie viel ich angefangen habe, aber definitiv waren es deutlich weniger. Sonst hätte ich bestimmt noch mal ein paar Runencontainer in ein Level abgesteckt. Oder ich habe es mal wieder, wie ihr mich kennt, komplett vergessen. Kann auch sein. So. Welche Reihenfolge machen wir jetzt? Die rechts hier. Denn das führt uns zwar in eine Sackgasse, aber es hilft, die jetzt schon mal freizuräumen. Das ist nämlich ein Rückweg zu einem ebenfalls komplett optionalen Bereich der Burg. Aber wenn wir schon mal hier sind, da kommen wir nämlich dann von hier oben runtergesprungen. Dann fallen wir dem nicht in den Rücken oder er kann uns nicht in den Rücken fallen. Und auch hier solche Hinterhalte wie der hier sind dann auch nicht mehr da. Da sind wir hergekommen. Also und jetzt nach links. Ach, nicht ganz Geschichte. Ich hab schon wieder gelogen. Es gibt ja einen zweiten Ring hier an Mauern. Und wir haben es dann nochmal wieder mit Gift zu tun. Aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Die hauen schon ihre Verstecke selber kaputt. Das ist sehr freundlich. Auch das hier ist jetzt ein optionaler Bereich, der uns den nächsten neuen Gegnertyp vorstellt. Eventuell werdet ihr ihn schon mal als Dungeon Boss kennengelernt haben. Valkyren nämlich. Aber es lohnt sich, wenn ihr eine Questlinie verfolgt. Ja, das ist der Jumpscare, den ich vergessen habe. Ups. Und der Witz ist, From Software bringt den Move zweimal. Hier, gleich nochmal. Das ist wirklich übel. Also, wenn ihr Millicents Questlinie verfolgen wollt, dann braucht ihr diesen Schatz, der da hinten wartet. Aber er wird bewacht von einer Valkyre. Heftige Brocken, die Lichtmagie beherrschen und mit ihrem Speer gut umzugehen wissen, aber in diesem Fall sich deswegen auch sehr leicht umkreisen und backstabben lassen. Gerade wenn sie diese Attacke macht. Das ist eine Art Grab-Attack, die unfassbar viel Lebenspunkte kostet. Also bitte, nehmt euch in Acht. Schwere Waffen unterbrechen die Burschen und Mädels, das sind wahrscheinlich eher Mädels, allerdings relativ leicht.
So, und das hier, die Valkyrenprothese. Wie gesagt, ein Questgegenstand für die Quest. Rund um Millicent. Jetzt habe ich lange gebraucht, um den Namen wiederzufinden. Ich habe sowieso mit Namen in From Software spielen. Alles klar. Gut, hier unten der wirkliche Innenhof. Mit Geisterpferden, wie wir sie auch schon aus Leonia kennen. Und einer weiteren Gestalt, die wir ebenfalls schon kennen, da hinten. Ein sehr gemeingefährliches Biest. Daher empfehle ich euch jetzt Folgendes. Insbesondere, wenn ihr wie ich jetzt gerade mit im sechsstelligen Bereich ansässigen Runen herumlauft. Nehmt die Beine in die Hand, sammelt noch kurz dieses Item hier ein. Und dann findet ihr hier einen Ort der Gnade. Geradeaus geht's weiter zum Boss, aber so weit sind wir noch nicht. Wir wollen ja erstmal noch hier den Rest der Burg erkunden, vor allen Dingen den Innenhof. Und das machen wir jetzt auch. Aber der Safety Safe ist, glaube ich, sehr wichtig, bevor wir jetzt hier weitermachen. So. Hier drinnen gibt es, soweit ich weiß, nichts. Nein. Gut, das nochmal gecheckt zu haben. Aber wenn wir dieses Item hier einsammeln, Achtung, werdet ihr umkreist von einer regelrechten Armee von Wasserleichen. Schaut, dass ihr immer einen guten Blick um euch herum habt, weil die kommen ja echt sehr gerne sehr schnell angesprungen. Kotzen euch von allen Stellen aus an. Da ist ja fast wie auf dem Oktoberfest hier. Außerdem solltet ihr euch nie zu weit wegwagen, weil sonst nämlich auch noch der... Wow, wie hat er das jetzt gemacht? Alles klar. Der ist besonders mutig. Die halten auch nicht viel aus. Die sehen wirklich gefährlicher aus, als sie sind. Aber man darf sie nicht zu Wort kommen lassen. Das ist elementar wichtig. Ah, ich bin vergiftet. Kein Problem, ich habe noch genug Boli dabei. Wir sind ja auch fast durch. So, da auf dem Dach wusste ich, dass noch einer ist. Dann erst solltet ihr euch um die auf dem Boden kümmern. Auch da drin lungert noch einer. Schmiedestein 4. Und dann können wir hier die Leiter hochklettern. Und hier ist so ein Bereich, wo man nicht rennen kann, wo die Vergiftung auch schneller zunimmt. So, in diese Richtung. So, hier haben wir es jetzt gleich mit zwei Parfümeuren zu tun. Besonders gefährlich deswegen. Also schauen wir mal, ob wir sie beide irgendwie gleichzeitig erwischen. Nein. Jetzt heißt es auseinanderziehen. Oh, der bufft sich jetzt sogar. Das ist ja nett. Aber die wissen um ihre Gefahr. Und, der eine will mich jetzt anlocken, hä? Wir müssen versuchen, sie auseinanderzuziehen, sonst wird das nichts. Wow! Gut gemacht, Bursche. Gut gemacht. Kopftuch eines wahnsinnigen Parfümeurs. So, schauen wir mal, ob wir sie staggern können. Wenigstens einen. Der andere ist weggesprungen. Soll er tun. Spaßvogel. Schmiedestein 5. Und hier Parfümflasche und der Rückweg, den ich eben erwähnt habe, wo wir uns runterfallen lassen können. Ich will jetzt nur kurz schauen, bevor ich das tue, wo dieser Parfümeur hingesprungen und gefallen ist. Nicht, dass der jetzt gleich mir gefährlich wird. Ah. So.
Er ist wieder hochgeklettert. Okay, Leitern klettern können sie auch. Macht sie nicht ungefährlicher. Dann ab wieder zurück in den Innenhof. Am besten wieder hier rüber. Und bevor wir jetzt nach da links oben gehen, schauen wir erstmal hier rechts vorbei. Da können wir nämlich hier das Gerümpel hoch und finden hier hinten nochmal diverse Wasserleichen. Auch zum Teil versteckt im Gras und im Gestrüpp. Der eine ist jetzt da runtergefallen, oder? Na gut. Was diese Stelle hier soll, hier oben ist eine Abkürzung, die wir von oben freischalten. Die Leiter lassen wir dann nachher runter. Ist sehr leicht zu übersehen tatsächlich. So, nun aber werde ich mich kurz schützen. Das werde ich jetzt vermutlich brauchen. Jetzt müssen wir Vollgas geben. Dieser Bursche ist nämlich der absolute Horror. Lässt einen nicht entkommen, springt einen an, staggert einen, unterbricht einen. Unglaublich. Erratisch, gemein, Schadensoutput ohne Ende. Puh, es gibt kaum eine vernünftige Taktik gegen den. So, Grabpfeilchen, vollendes Fett. Und das ist jetzt auch erledigt. Dann können wir jetzt uns ein kleines Päuschen am Ort der Gnade gönnen. Da fahr einfach hier die Leiter hoch. Und dann schalte ich mal wieder auf Tag. Hoffentlich wird dann das Wetter besser und es wird dann ein kleines bisschen heller. Hat er nicht lange gehalten. Mein Tageslicht. Und ein Level-Up gönnen wir uns auch. Stufenaufstieg, mehr Schaden. Mir fehlen noch 13.000, na 14.000. Vielleicht kriege ich das durch Runencontainer hin. Bestimmt. Die hier 15.000, ne? Also, dann nehmen wir die doch. Da ich alsbald auch ein kleines bisschen mehr tragen möchte, schwere Rüstung tragen möchte, gehe ich, glaube ich, hier mal auch ein bisschen auf Kondition. Mein Schadensoutput ist großartig, aber den will ich nach wie vor nicht vernachlässigen. Gut, hier hinten ist ein Doggo. Und hier ein Geist, der ein bisschen Lore über dieses Schloss zu erzählen hat. Haus Marais ist ruiniert. Die Bestrafung dafür, dieser Metze zu verfallen. Kein Wunder, dass dieser schuldbewusste Narr das Schloss und unser legendäres Schwert nahm. Genau, hier gibt es nämlich eines der legendären Waffen des Spiels. Hat natürlich blöderweise der Boss in seinen Händen. Müssen wir ihn wohl rausreißen, entreißen, wegnehmen, klauen, rauben. Ich habe nicht auf Tag geschaltet, ne? Aber es ist auch egal. Wenigstens der Regen hat aufgehört. So, Vorsicht, der Raum hier, oder generell die Räume jetzt hier, Hinterhalte mit allem möglichen Gesock. So auch die Degen- und Brandarmbrust benutzenden Assassinen wie der hier. Er hat sich jetzt irgendwie um diese Statue rumgemogelt und um einen Block. Achtung, sehr leicht zu übersehen, die Leiter. Die ist keine Deko, die kann man hochklettern. Und dann kriegen wir hier hinten ein nettes Handbuch für Crafting. Passend zum Schloss, das Handbuch des Parfümeurs. And down we go again. Moment, ich muss kurz was checken. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, ob das hier war oder weiter vorne.
Das war nur ein Ausblick nach draußen. Ich muss mich gleich mal noch kurz nochmal orientieren. So, erstmal ein Blick nach rechts. Weitere Hunde. Schnell erledigen, bevor sie aufmerksam werden. Hier links ist nichts, aber vorne wartet eine weitere Walküre. Hier ist Fernkampf. Ich habe unterbrechende Waffen. Ja. Gemein, aber wirksam. Schild oben. Jetzt geht's wieder in den Raum rein. Er schreit förmlich nach Hinterhalten. Markiert auch gerne mal ins Dunkle hinein. Goldenes Glühwürmchen, Crafting-Material. Noch eine Walküre. Diesmal wird es ein bisschen problematisch, weil hier sind auch noch Hunde in dem Innenhof. Und ja, die alle zu bekämpfen gleichzeitig, deswegen. No, jetzt aber. Wenn man den Statuen festhängt und die Hunde dann mit ihren Bissattacken daherkommen. So. War jetzt ein bisschen brenzlicher, als ich es vermutet haben wollte. Aber hat die Gefährlichkeit dieser Szene, ich glaube, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es gibt ja auch noch ein paar mehr Hunde. Die kämpfen nicht mit, aber die nerven trotzdem. So, und hier an dieser Fackel ist die Laterne. So, und jetzt muss ich tatsächlich mich nochmal kurz... Wir wollen noch das Item einsammeln. Habe ich ganz vergessen. Das am Anfang auf dem Felsen, wo ich sagte, da machen wir einen riesen Umweg. Gott sei Dank habe ich jetzt die Abkürzung hier. Ich hatte es gerade ein kleines bisschen anders verortet, aber das ist tatsächlich hier. Wenn ich mich nicht irre. Nehmen wir nochmal die Leiter hier hoch. Oh Gott. Genau. So. Das wird jetzt knifflig. Weil es sieht echt nicht aus, dass man da irgendwas machen kann. Aber tatsächlich ist es der Weg zu diesem Item. Mitunter vielleicht eines der wertvollsten Items hier in diesem Dungeon. Hier rüber. Hier rüber. Und dann seid ihr schon hier drüben. Und könnt einen Steinschwertschlüssel einsammeln. Eure Entscheidung, ob es das Risiko wert ist und den Umweg wert ist. Aber wir nehmen hier alles mit und können uns jetzt wieder zum inneren Tor rüber teleportieren. Und schnurstracks zum Boss. Dazu nutzen wir natürlich die frisch geöffnete Abkürzung. Ein Narr wer das nicht täte. So. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ist das ein Boss, der zu den heftigeren seiner Zunft gehört, finde ich. Wir müssen jetzt hier nicht mehr kämpfen. Wir gehen jetzt hier gleich auf den Aufzug. Oh, du auch? Ihr alle? Cool. Na komm her. Dann lass uns kämpfen. Gut. Heilen wir nochmal. Der Kampf ist deswegen so schwierig, weil das ein Boss ist, der
sehr tanky ist und sehr auf Damage-Output ausgelegt ist. Er hat ein mächtiges Großschwert, das wir ja haben wollen, weil es eine legendäre Waffe ist. Und das Problem ist, es kommt zusammen, dass es ein relativ enger Raum ist, der zudem mit jeder Menge Gerümpel vollsteht, an dem man sehr gerne sehr schnell hängen bleibt. Gut, der zerlegt es relativ zügig, aber trotzdem ist es immer noch ein weiteres zusätzliches Hindernis. Bleibt also trotz allem mobil. So, da ist er. Eldemir von den Dornen. Und das ist das, was ich meine. Macht also hier auch schon mal im Voraus einen Gehorsam schon ein bisschen was kaputt. Und lasst euch nicht von seiner langsamen Lauferei irritieren. Das ist eine Grab Attack. Kündigt er gut an. Kann man auch gut umrollen, um ihn zu umkreisen und ihn zu bestrafen. Ihr müsst hier nicht proaktiv kämpfen. Das solltet ihr auch nicht. Sondern ihr solltet seine Attacken provozieren und ihn aussprechen lassen mit seinem Schwert. Erst dann angreifen. Denn seine Kombos sind ziemlich fatal und er lässt sich so gut wie gar nicht unterbrechen. Stoßattacke ist in der Regel das Einzige, was so einmalig ist. Ansonsten macht er hier gerne auf Sith Lord und schmeißt sein Lichtschwert durch die Gegend. Ich nenne ihn wirklich immer gern Elemer Sith Lord. Tut äußerst weh, aber man kann es gut wegrollen. So, jetzt gehen wir mal ran. Die meisten Attacken verzögert er auch ziemlich gemein. Und wie ihr seht, keine Unterbrechung möglich. Deswegen ein Hieb, nicht mehr. Zu spät ausgewichen. Ich heile nochmal. Immer schön umkreisen. Jetzt habe ich einen Hieb zu häufig gemacht. Und immer die Zeichen oder die Zeit danach nutzen, nach so einer Attacke oder nach so einer Combo zum Heilen. Und ihr seht, ich blocke nicht, ich weiche lieber aus. Ausweichrollen, schnell hinter ihn kommen, ist am besten. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Oh. So. Braucht nicht mehr viel. Man muss einfach nur schnell, flink sein, an ihn dranbleiben, den Respekt verlieren. Wir bekommen das Henkersschwert der Marei und seinen Dornengroßschild. Da ist es. Das geschichtsträchtige Schwert von Haus Marais, der Henkersfamilie, die in der Schattenburg residiert. Eine der legendären Waffen. Der Klangperlenjäger Elemir von den Dornen stahl diese Waffe vom Ort seiner drohenden Hinrichtung. Mit den Kampfkünsten seiner Heimat Echoid erschuf er daraus ein völlig neues Schwert. Ist magisch durchwirkt, braucht Arkan als nötiges Attribut, skaliert darauf aber auch ein kleines bisschen. Und sieht nicht zuletzt ziemlich cool aus. Und damit haben wir die Schattenburg gemeistert. Jeha! Wir bekommen einen Ort der Gnade. Super. Und sind damit durch. Das war's mit dieser Episode des Einsteiger. Hey! Hi! Melania. Oh, das wird ein schöner Kampf. Das war's mit dieser Episode des Einsteigerguides von Elden Ring. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen von euch freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Und macht's gut.